Seid gegrüßt, meine lieben tapferen Freunde, und herzlich willkommen endlich zurück zu Rising World. Es hat ein paar Tage gedauert, aber jetzt geht's natürlich weiter. Ich bin zurückgereist ins Googletal und was wir schon so halbwegs repariert haben. Und wir wollen heute mal eine kleine Tour durch die neuen Biome machen. Ich habe hier mal in die Kiste unser ganzes Kram reingekrustet erstmal, was wir so erbeutet haben. Wir nehmen uns hier die Axt mit und ich glaube auch nochmal ein Schwert. Und ja, Axt und Schwert, das ja passt schon ganz gut. Dann gehen wir uns nochmal ein bisschen Nahrung einsammeln. Wir wollen uns die neue Welt mal ein bisschen angucken. Natürlich, ein paar Setzlinge einsammeln. Hier ist nichts, was wir brauchen können, aber wir könnten nochmal eine Melone mitnehmen, damit wir nicht verhungern. So, jetzt sollten wir genug zu essen dabei haben und ich freue mich, wir gehen los. Und ihr seht schon da hinten, der Berg, der ist schon groß und ich habe da im Kreativmodus einfach nochmal ein bisschen was dran gebastelt. Wir gehen aber erstmal hier lang. Zitronenbäume haben wir also schon. Wir haben auch schon eine Palme und eine Kaktee. Kakte auch genannt. Es kamen übrigens ziemlich gute Ideen. Das ist was anderes. Es kamen ziemlich gute Ideen von euch schon, was man nicht alles noch so machen könnte und was man hier alles noch so umbauen könnte. Hier geht ja unser alter Weg lang. Der alte Weg. Und da hinten schon, seht ihr schon, ist ein riesiger Berg. Da gehen wir jetzt mal hin. Oder warte mal, ich will mal hier lang, ganz kurz. Der ist nämlich hier so komisch unterbrochen worden. Ah ne, der geht hier schon noch weiter. Den haben wir noch angelegt, als die Welt noch in Ordnung war. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, denn es gibt jetzt wilde Raubtiere und all so ein Krams in der Rising World. Die da heißen Panther und also Jaguar wahrscheinlich. Ja, und guck mal, hier ist Kupfer, sehr gut. Das nehmen wir auch mit, aber wir gehen, glaube ich, erstmal in die neuen Biome. Denn da wartet ihr ja bestimmt schon die ganze Zeit drauf. Tut mir auch ein bisschen leid, dass ich da so lange habe drauf warten lassen. Da oben ist unser Gipfelkreuz übrigens. Man kann es von hier unten sehr schön sehen. Oh. Und da ist ein... Eine Ziege, genau. Eine Ziege. Hier haben wir noch so ein paar Stufen. Und hier geht es dann schon wieder runter, aber auf der falschen Seite im Grunde. Und hier der Berg, der ist viel größer geworden. Ihr seht schon, das ist ein Riesenklopper geworden. Ich glaube, wir gehen mal auf der anderen Seite lang. Und das Ganze noch ein bisschen, noch ein bisschen beeindruckender. Ja, also wie schon gesagt, war in letzter Zeit nicht dazu gekommen, hier aufzunehmen. Aber jetzt steht das lange Wochenende vor der Tür und will rein. Und das lassen wir auch rein, na klar. Und werden dann hier mal ein bisschen im Googletal umherstreifen. Uns mal ein bisschen die neuen Biome anschauen. Und schaut mal, das ist jetzt der Berg. Der ist riesengroß. Aber auch hier müssen wir schon vorsichtig sein, weil es könnte hier auch schon zu Raubtierbegegnungen kommen. Deshalb haben wir ja unsere Axt mit. Ich glaube, ich nehme erstmal Schwert. Das hat eine bisschen höhere Schlagfrequenz, kann das sein? Ah, hier vorne die Bereiche. Und hier geht es nämlich dann schon über in die Savanne. Und ich habe hier schon Tiger um den Bergstreifen sehen. Also die sind schon verdammt nah dran. Und schaut euch mal diesen Berg an. Wartet mal. Ich habe jetzt nicht so übertrieben unendlich hoch gemacht, sondern einfach nur hier hinten noch ein bisschen höher. Und das ist ein ganz schönes Massiv geworden. Und wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wenn wir hier... Moment. Arg, verdammt. Wir müssen noch ganz schnell nochmal zurück. Ich beeile mich auch. Denn wir müssen natürlich noch unsere kleine Sichel mitnehmen. Damit wir, wenn wir eventuell... neue Pflanzen finden, dass wir die auch abernten können. Ne? Das wäre ja schon sehr wichtig auch. Da sind Tomaten, da habe ich eben noch zwei Kohlrouladen, wollte ich sagen. Keine Ahnung, wie ich drauf komme. Hier sowas müssen wir natürlich dann abpflücken. Denn das zerstört ja hier total das Bild. Fort mit dir. Mit der Axt, glaube ich, ne? Lalala, das muss weg. Hier auch dieser Kürbis muss weichen. So, zack, hinfort mit dir. Ja, nach und nach. Obwohl, es sieht ja irgendwie interessant aus. Werden diese fliegenden Pflanzen natürlich auch verschwinden. So, ich werde mal sehen, dass wir uns nochmal schnell irgendwie eine Sichel einpacken. Hui! Eine Sichel einpacken, die wir damit auf die Reise nehmen. Ich glaube, das wäre schon ziemlich wichtig auch. Jetzt frage ich mich aber gerade, wo habe ich die Sichel hingelegt? Da. Okay, Sichel nehmen wir noch mit für Pflanzenernten. Wir packen die große Wumme erstmal beiseite. Nehmen erstmal nur das Schwert und machen uns jetzt aber gleich sofort wieder auf den Weg. Ohne große Umschwufe. Ihr seht ja, wir haben ja einige Bäume. Das meiste ist Ahorn. Hier sind ein paar Fichten. Vielleicht machen wir uns auch irgendwo einen kleinen Strand hin. Aber das ergibt ja erst einen Sinn, wenn wir auf Wasser haben. Ne? Vorher gibt so ein Strand wenig Sinn. Und das ist aber auch ein neuer Baum hier, ne? Diese Dinger.
Ist das eine Koryphäe oder sowas in der Art? Wir gucken einfach mal. Gucken einfach mal, was wir hier jetzt haben. So, einfach mal fällen. Okay, fällt genau in meine Richtung, das ist nicht gut. Und ich hoffe, da sind auch ein paar Setzlinge bei rausgekommen. Mal schauen. Der kommt auf jeden Fall schon mal weg. Du kommst auch weg. Ah, den können wir stehen lassen, wegen Stuken sehen immer so natürlich aus. Das sieht dann nach besiedelter Gegend aus. So, jetzt müssen wir mal schauen, da. Das ist eine Setzling, ein Pappelsetzling. Okay, ich glaube, Pappeln hatten wir tatsächlich schon, oder? Ich weiß nicht genau. Da hinten ist noch eine Palme. Und wir müssen auf jeden Fall auf der Hut sein vor dem Tiger. Und schaut mal, das ist der neue große Berg. Und ich würde sagen, wir gehen einfach hier mal in die Richtung. Und in der Richtung waren wir eigentlich sogar schon unterwegs. Ah, komm, lass uns mal in diese Richtung hier gehen. Denn da habe ich diesen ganzen Berg jetzt angefügt. Das ist ein Riesenmassiv geworden. Da hinten ist schon Tiger. Das ist tatsächlich ein Tiger. Hier ganz in unserer Nähe schon. Das hatte ich euch auch schon beschrieben. Da ist er. Und ich könnte mir vorstellen, dass er ziemlich gefährlich ist. Ja. Das Dumme ist, wir haben keine Fernkampfwaffen. Ich weiß auch nicht, wie groß denn sein Jagdgebiet ist. Da oben ist eine Giraffe. Die schauen wir uns gleich mal an. Und hört, man hört den Wind. Und da ganz oben hängt, glaube ich, ein Fuchs. Ein fliegender Fuchs mal wieder. Eine Giraffe. Und ein fliegender Fuchs. Na, du Giraffe, stehst ganz schön schief am Berg. Ja, sie hat auch gerade ziemlich viel Angst. Und hier nehmen wir uns gleich mal ein bisschen Eisen mit. Müssen ein bisschen aufpassen, dass der Tiger uns nicht verfolgt. Da hinten sind unsere Berge. Ah, der Fuchs kommt gerade runter. Das ist doch nett von ihm. Also, hier, das nehmen wir mal mit. Das dürfte Eisen sein. Ich glaube, sie haben die Texturen von den Gesteinsarten, haben sie auch nochmal geändert. Die sind jetzt ein bisschen deutlicher zu erkennen. Deshalb wissen wir natürlich immer nicht genau, was es ist. Ach, wir hätten unser Metallsuchgerät noch mitnehmen müssen können. Mitnehmen müssen können, vor allen Dingen. Aber das haben wir nicht gemacht, ist aber nicht so schlimm. Wir nehmen uns hier einfach mal ein bisschen Eisen raus. Hier zwischen den Giraffen. Das ist tatsächlich Kupfer. Okay, Kupfer. Brauchen wir ja auch immer. Das ist mal gar nichts. Und jetzt gehen wir einfach mal hier in die Richtung. Da ist der Fuchs, der ist jetzt auch runtergekommen. Ja, naja, er ist kurz runtergekommen. Hier haben wir noch eine große Schlucht, hier haben wir Kohle ohne Ende. Also wir sind wirklich mit Rohstoffen sind wir schon ziemlich gesegnet. Und hier, das ist ein altes Biom. Da fühlt sich der Fuchs auch gleich wieder wohl. Gehen wir einfach mal hier in die Richtung. Unseren Kompass haben wir ja dabei, ne? Ja, den haben wir dabei. Nach Hause geht es da entlang. Da geht's nach Hause, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal hier in die Richtung. Ja, da hinten sieht es auch ein bisschen savanniger aus. Schauen wir uns mal an, was die neuen Biome alles so zu bieten haben. Hier waren wir schon mal, tatsächlich. Sehr interessant. Da haben wir nämlich eine Fackel aufgestellt. Ja, ja. Und da hinten sind Berge. Und es kann natürlich jetzt sein, dass wir jetzt auf Gegenden stoßen, die wir selbst vor kurzem erst geterraformt haben. Das ist gut möglich. Ich glaube, da hinten hier ist, glaube ich, so eine Gegend. Müssen wir ein bisschen aufpassen, nicht, dass wir hier durch die Welt fallen. Das sieht mir schon ziemlich... Das sieht aus wie ein Termitenhügel. Das Ding hier. Das sieht hier aus wie so eine Ecke, die wir selbst geterraformt haben. Oh, ein Schaf. Ich weiß nicht, wie viel Wolle wir mal brauchen. Zack, wir nehmen es einfach mal mit. Hier waren wir auf jeden Fall schon. Und hier hinten ist ein neues Biom. Oh, wir haben die Grenzen, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Gucken wir mal ganz kurz nochmal auf den Kompass. Da geht's nach Hause. Wir müssen, ja, wir gehen mal ungefähr so hier lang, würde ich sagen. Mal schauen, was uns hier erwartet. Wir sind natürlich hier überall schon rüber geflogen, aber jetzt sind wir am Boden. Und wir wollen natürlich auch die neuen Bäume und die neuen Pflanzen. Da oben ist wieder ein Hase im Himmel. Kommt der jetzt auch runter, wenn ich da hinten latsche? Und ein Elefant. Und da habe ich, glaube ich... Nee, das war nur Eisen. Ja, seht ihr? Wenn wir hier in die Gegend kommen, dann kommen die auch dann irgendwann runter. Ja, jetzt ist er am Boden. Was haben wir hier? Mal unsere Sichel bemühen. Ah, das lässt sich anscheinend nicht mit der Sichel abbauen. Okay. Da sehe ich einen Tiger, einen Elefanten.
Oh, oh, also diese Tiger, die könnten schon mal schnell unser Tod werden. Da habe ich so ein bisschen Bammel. Da oben ist er, ne? Moment. Ne, ist ein Giraffen. Hintern. Pöter. Da hinten, da steht, glaube ich, ein neuer Baum. Können wir mal gucken, wie nah wir an so einen Elefanten rangehen können und ob die uns wohlgesonnen sind oder ob die böse werden. Hallo, Dumbo. Ah, Tiger ist hier keiner. Hallo, Dumbo. Na? Kann ich auf die reiten? Ja, ist gut. Wenn ich auf deinen Rücken komme, kann ich dann auf die reiten? Das wäre mal interessant. Ah, schon ein grandioses Tier. Mach ich mal im Foto. Oh, ja, na, wenn ich ein Foto machen will, drehst du mir den Hintern zu, oder was? Okay. Er möchte kein Foto von sich. Also bemerken wir schon mal, dass Elefanten anscheinend sehr fotoscheu sind. Aha. Haben wir wieder was dazugelernt. Da unten ist ein Tiger. Moment. Da streift er durch die Savanne. Auf der Suche nach Beute. Die hier so schnell nicht finden wird, glaube ich. Hier haben wir wieder Felsen. Eine Felslandschaft. Ganz kurz auf meinen Kompass gucken. Da geht's nach Hause. Das heißt, wir gehen irgendwie immer nach Hause, habe ich den Eindruck. Gehen wir im Kreise? Gehen wir einfach mal über diesen Berg hier rüber. Hier oben war aber auch irgendwo der Tiger, ne? Da müssen wir schon ein bisschen vorsichtig sein. Und cool wäre natürlich, wenn man so ein Tigerfell kriegen würde, was man sich dann vom Kamin legen kann. Ja, ich weiß, es ist barbarisch. Es ist schon ein wenig barbarisch. Oh Gott. Hier oben weht ein scharfer Wind. Und da ist eine scharfe Kante. Aber wenn wir näher kommen, ist es eine große Höhle. Okay, schauen wir mal. Ja, es ist eine eher große Höhle als... Oh, eine Elefantenhöhle. Vielleicht sogar ein Elefantenfriedhof. Man weiß es nicht genau. Vielleicht sogar ein Elefantenfriedhof. Da soll man sich fern von halten, von sowas. Und schaut euch mal diesen gigantischen Berg hier an. Wie lange latschen wir jetzt hier schon hoch? Da hinten sind Palmen. Wir hatten noch keinen Palmensetzling. Das heißt, wir müssen eh noch eine Palme fällen. Hier eine Gebirgspalme. Eine Hochgebirgspalme sozusagen. Oh, die ziemlich schnell fällt gerade. Stopp. Ja, bleib mal da liegen. Okay, den nehmen wir uns mal mit. Stopp. Stopp, stopp, stopp. Zack, Palmwedel. Ja, ein bisschen Palmenholz. Das kann nie schaden. Gut, haben wir alles eingesammelt. Vielleicht sind uns ein, zwei von... Alter Schwede, sind die laut. Und merkt ihr das? Der Wind wird immer schärfer hier, je weiter wir den Berg hochkommen. Das gefällt mir. Und dieses Zeug hatten wir schon mal versucht abzuernten, ne? Ich glaube, es ging nicht. So geht's. Aber wir können es nicht einsammeln. Aber wir haben hier einen Palmensetzling. Das ist sehr gut. Einen Palmensetzling. Und ja, aber sonst findet sich hier in der Savanne natürlich eher weniger Nahrung. Es wurde ja der Vorschlag gemacht, dass sich... Oh, da hinten ist Wüste. Das ist auch noch sehr interessant. Es wurde der Vorschlag gemacht, dass ich ja in der Wüste eine Behausung bauen kann. Eine, ja, Karawanserei zum Beispiel oder sowas. Was ist da unten? Oh, das ist interessant. Das schauen wir uns mal an. Eine Karawanserei, also eine Karawaneninsel. Das ist doch so eine Wüstenpflanze, oder? Das ist ja cool. Die nehmen wir uns natürlich mit. Können wir die einfach abbauen? So anscheinend nicht. Können wir die pflücken? Nee. Mitnehmen können wir sie nicht. War wahrscheinlich jetzt eine äußerst seltene Wüstenblume, die wir gerade jetzt zerstört haben. Ne, da hinten ist noch so eine äußerst seltene Wüstenblume. So selten sind sie also nicht. Da ist auch noch eine. Das heißt, wir müssen sie doch eigentlich hier mit dem Ding hier abfällen können. Dauert vielleicht ein bisschen länger. Nee. Haben wir sie jetzt eingesammelt? Nein. Nein, nein. Wir haben hier die Erdbeeren, wir haben das Ding, wir haben ein bisschen Wolle.
Aber so kriegen wir sie nicht eingesammelt. Okay, und es wird schon ganz schön warm. Wir müssen auf jeden Fall was essen, was trinken. Trinken können wir nur in Form von Wassermelonen. Das wisst ihr ja. Da hinten ist Sandstein. Den werden wir jetzt auf jeden Fall auch mitnehmen. Und ich glaube auch, wir nehmen ein bisschen Sand mit. Das kann nicht schaden. Ja, das ist noch ein bisschen untypisch, dass man den Sand so abbaut. Was ich auch ganz schön finde, dass er sich in so weichen Formen abbaut. Dadurch bleibt diese Wüstenform so ein bisschen erhalten. Ja. Haben wir ein bisschen Sand. Und holen uns gleich noch einen Sandstein. Ich weiß jetzt nicht, ob man noch Sand schon ohne weiteres Sandstein machen kann. Oder ob man da noch weitere Ingredienzien braucht. Ingredienzien braucht. Oh, Tiger. Ja, Freunde, ich weiß nicht, wollen wir es wagen, den zu töten? Wir haben keine Rüstung und nichts. Das wäre ein ziemlich schneller Weg nach Hause, wenn wir ihn töten. Okay, wir versuchen es. Schleichen uns von hinten an. Oh, Mistikack. Oh, 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 oh. Ich glaube, wir haben ihn erledigt. Inventar. Keins. Oh, keins. Kann ich den mitnehmen? Ah, verdammt. Okay. Das wäre cool, wenn man wenigstens Tigerzähne oder sowas kriegen würde, aber man kriegt noch gar nichts. Ah, wir haben einen Tiger besiegt. Wir sind ein großer Tiger-Killer. Unglaublich. Hat uns ein bisschen Gesundheit gekostet und ein bisschen Nerven. Die Abfrage von der, also von dem Kampf ist noch ein bisschen, naja, suboptimal, sage ich mal. Wir gehen mal weiter. Na, das ist hier noch eine alte Pflanze, die kann auf jeden Fall weg. Wir sind die fetten Tigerkiller hier. Ha, unglaublich. Brauchen also nicht so viel Angst haben vor den Viechern. Aber er hat uns auch ganz schön schon mal einen beigebogen. Kann man auch so mal sagen. Okay, ich gucke auf die Uhr, die Folge ist um. Das ist ziemlich dumm, aber wir machen trotzdem weiter hier bei Rising World. Machen noch ein bisschen kleine Rundreise und dann geht's wieder ans Bauen. Nehmen wir noch ein bisschen Sandstein mit und sage bis zum nächsten Mal im schönen Googletal. Euer Opa Zeron. Ja, bis zum nächsten Mal.